So, ich habe es ja gerade angekündigt, es gibt eine neue Kollegin bei uns bei MTV, nämlich Aisha, und da ist sie. Wäre ich echter Berliner, würde ich sagen, ich freue mich, dass du da bist. Danke, danke, du, jawohl. Hallo. Was hast du mitgebracht? Oh, ich habe einiges mitgebracht. Es hat sich einiges getan in den deutschen Charts. 20% neue Einsteiger, nicht zu verachtende Bands übrigens, wie zum Beispiel Green Day, Marilyn Manson, Rammstein und die Fanta 4. Ja, bevor wir aber dazu kommen, habe ich nämlich auch einen Trendchart-Clip mitgebracht. Aha. Und zwar geht es da um Korn. Die Jungs haben in den letzten Monaten ganz fleißig an ihrem Best-of-Album, also auch ein Trendchart-Clip aus einem Best-of-Album, gebastelt. Das Ding heißt Greatest Hits Volume 1, unspektakulärer Name, aber ne, sagt aus, ne, ja, um was es geht. Das Video finde ich ganz süß. Ich bin nämlich Hundebesitzerin und Hundeliebhaberin und ein verhältnismäßig süßes Korn-Video, muss man dann mal sagen. Macht Spaß anzuschauen. Für die Band auf jeden Fall sehr zurückhaltend, ja, kann man sagen. Ne? Absolut. Ja. Und mein Hund ist zwar süßer als deren Fressen, aber geht schon klar. Ich bin extrem gespannt, wie sich das entwickeln wird, was du zu erzählen hast. Nämlich, wie es wirklich aussieht auf den ganz hohen Plätzen der Albumcharts. Weil, ich kann mich erinnern, letzte Woche wurden echt Wetten abgeschlossen in den Reaktionen. Weil ja klar war, von all diesen Bands kommen neue Platten. Ich weiß es nicht. Es wird spannend. Wir werden sehen, wer es dann wohl geschafft hat. Trendchart-Clip zuerst. Jawohl. Phil Collins lebt in Genf und fährt am liebsten mit seinem Lamborghini durch die Schweizer Alpen spazieren. Mit Love Songs A Compilation steigt der Ex-Genesis Bleifuß von der 0 auf die 10. Ab Ende Oktober geht's Roots & Culture live on stage. Deutschlands heißester Reggae-Rootster Gentleman geht auf Tour mit seinem Longplayer Confidence, Platz 9. Nach ihrem mit Coversongs vollgepackten Debütalbum beweist Joss Stone, dass sie auch beim Songwriting ein goldenes Händchen hat. Mind, Body and Soul landet neu auf der 8. Bryan Adams rutscht mit Room Service runter von der 1 auf die 7. Das Album wurde in Hotelzimmern und Backstage-Räumen aufgenommen. Sein Equipment hatte Adams in einem Köfferchen dabei. Wenn Silbermond auf Tour sind, haben sie immer einen Riesenvorrat Bautzener Senf aus ihrer Heimat dabei. Ja, verschwende deine Zeit, aber bloß nicht deinen Senf auf der 6. Die ehemaligen Spaßpunks von Green Day legen mit American Idiot ein Konzeptalbum gegen die Kriegs- und Terrorhysterie in Amiland vor. Das Teil geht von der 0 auf die 5. Von Personal Jesus bis Tainted Love, 18 seiner größten Shock-Rock-Hits, präsentiert Marilyn Manson auf Lest We Forget. Das Best-of geht neu auf die 4. Das neue Mark-Knopfler-Album verdankt seinen Namen dem kalifornischen Studio, in dem der Longplayer Anfang des Jahres aufgenommen wurde. Shangri-La steigt ein von der 0 auf die 3. Es ist klar, viel Presserummel, viel Promotion und viele Interviews haben nichts geholfen. Die Fantastischen Vier schrauben mit viel haarscharf an der Nummer 1 vorbei und müssen sich mit Platz 2 begnügen. So sieht's also aus auf den Plätzen 10 bis 2 der deutschen Albumcharts. Ich finde extrem auffällig, sehr viele Neuensteiger. Und wer hat denn jetzt dann definitiv das Rennen gemacht? Also wenn man ein bisschen aufgepasst hat, müsste man es ja eigentlich wissen. Ich glaube es ja zu wissen. Hast du gut aufgepasst? Ich denke schon. Gut. Den Kampf um den ersten Platz hat gewonnen natürlich Rammstein mit ihrem Album Reise, Reise. Und daraus gibt es jetzt auch gleich die Single America. Passend. Passend. Allgegenwärtiges Thema im Moment. Ja, zieht euch rein. Und du hast Feierabend. Echt? Ja. Ach, schade. Ja, schön. Ich habe Feierabend. Ich gehe dann mal. Fand ich schön. Aisha und Rammstein.